Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu meinem Tipp Nummer 8. Und in diesem Tipp soll es um das Farming gehen, also konkret das Farming von Nodes, also Sulfur, Eisen oder Steine. Und wenn man sich so einen Node anschaut, hat man erstmal diesen leuchtenden Spot. Dieser leuchtende Spot ist ähnlich wie das rote Kreuz bei den Bäumen, funktioniert aber etwas anders. Denn bei den Steinen ist es so, oder bei den Nodes allgemein, wenn man ihn hittet und nicht den leuchtenden Spot trifft, kriegt man so einen Grundwert. Bei Sulfur ist das 20. Trifft man den leuchtenden Spot, kriegt man mit jedem Schlag immer etwas mehr und man baut so eine Art Combo Points auf. Wenn man jetzt aber wieder daneben trifft, dann hat man diese Combo Streak unterbrochen und ist wieder bei seinem Grundwert angekommen und muss dann wieder neu anfangen, diese Combo Points aufzubauen mit jedem Hit. Heißt, im ersten Moment müsst ihr immer versuchen, quasi echt den leuchtenden Spot zu treffen, weil wenn ihr einmal daneben schlagt, fangt ihr wieder von vorne an und seid deswegen wesentlich uneffizienter. Deswegen, das ist sehr wichtig. Ein anderer Tipp, der gerade bei Sulfur-Nodes und Eisen-Nodes funktioniert, ist, dass ihr nicht von Anfang an direkt den leuchtenden Spot hittet, sondern einmal daneben hittet und danach nur noch den leuchtenden Spot. Durch diese Technik spart ihr euch nämlich am Ende einen Hit und braucht nur noch pro Sulfur- oder Eisen-Node insgesamt 5 Hits, statt ursprünglich 6 Hits. Das waren die Tipps für heute und bis zum nächsten Mal.